Heyo Leute und willkommen zur nächsten Folge Planet Explorers. In der letzten Folge haben wir von Dirk erfahren, der ist übrigens wieder dabei. Sag mal hallo. Hallo. Das war schön, das war richtig schön. Und zwar hat er uns gesagt, dass er was gefunden hat. Und zwar hier drüben irgendwo, ganz da am Arsch der Welt. So, jetzt fliegt man erstmal hoch. Was sind das eigentlich für Texturen an deinem Raumschiff, die sehen irgendwie aus wie Camouflage. Ja, die habe ich mir mal runtergeladen. Ah. Texturen. So, machen wir es wieder so, dass ich hier nicht irgendwie in die Patrouille komme mit Fliegen. Ja. Ihr seht, wenn ich hier so rumfliege, kann man das eigentlich voll vergessen, was ich aufdecke. Wie es aussieht, hat Dirk ja schon ein bisschen was aufgedeckt. So, jetzt sehen die Zuschauer natürlich bloß ein kleines bisschen blauen Hintergrund, während ich hier gerade in deine Richtung fliege. Ja, erstmal was zur Verteidigung alles. Geil, da was auch so. Na, also ich sehe zwei Monde. Wow, was war das denn? Hier war ja auch mal nice gewesen. Ah, hier baue ich vielleicht mal, wenn ich mal Zeit, Lust und Laune habe, vielleicht hier auch noch mal ein Haus. Man regeneriert keine Leben, wenn man hier irgendwie was isst, oder? Beim Essen nicht, nein. Schade. Ich dachte, wenn man hier den Hungerbalken fährt, regeneriert man auch ein bisschen was, aber das ist ja nur in Minecraft so. So, jetzt muss ich ein bisschen langsam machen. Wenn du das Schießen siehst, irgendwie. Ach, hier, ich sehe es. Ganz ehrlich, das ist ein Raumschiff. Sieht für mich aus wie ein Raumschiff. Lebst du? Ja, also für mich ist das ein Raumschiff. Folgentitel, wir entdecken etwas Ungewöhnliches. Mach mal Licht. Hier, guckst du an. Ein Storage House! Ah. Nein, nein. Ich bin noch auf meinem Kopf. Autsch! Hast du Schaden gemacht? Nee, ja. Ach, erzähl. Nee. Ich komme nicht rein. Meins! Aber wo ist das Dorf dazu? Normalerweise ein Dorf dabei? Keine Ahnung, ich grab das Ding mal ein bisschen aus hier. Aha. Gibt's hier irgendwas, was man plündern kann? Ihr seht ja jetzt auch gerade, ich habe in der letzten Folge gezeigt, wie man sowas baut, aber hier seht ihr ja noch dieses Energieschwert. Ja, also hier hinten gibt es nichts Klaubares. Oh nein, das wollte ich nicht. Vielleicht abzubauen oder was? Ja, ich versuche es gerade abzubauen. Also das hier sieht auch aus wie eine Mauer von einem Haus, also von so einem Dorf. Hilfe! Dörfer durch den Server
Wechsel verschwunden sind, aber ein paar Überreste, so wie mit dem Alien-Dorf, weißt du? Naja. Warum jetzt nicht mal Schiff? Hm? Gucken wir mal, was der Boden hier besteht. Sand, Dreck, Sulfid, Sulfur. Ja. Hast du gerade meinen Leiter eingesteckt? Nein, als ob ich sowas machen würde. Warte. Warte mal, welcher ist es jetzt, der hier? Okay. Nehme ich fast nicht mehr. Das ist nämlich eigentlich auch voll gemein, wenn jemand was baut und den anderen zeigen will, gehst du hin, machst einfach rechte Maustaste, get, und kriegst einfach, was er gebaut hat, kannst du einfach dann klauen, sozusagen. Man müsste es ihm in dem Moment eigentlich auch nicht wiedergeben, deshalb... Ich weiß nicht, Leute auf einem öffentlichen Server... Ich würde mir schon verarscht vorkommen, wenn ich mir was baue und dann... irgendjemand vorbeikommt und sagt, hey, zeig mal, stellst es hin, der guckt sich an, klaut es dir und lockt sich aus. Also hier gibt es nur Stein, Sulfur und Dreck. Trotzdem, die Formation sieht interessant aus. Hm. Der Luftzahl ist ganz besonders. So, dann werde ich jetzt mal... Hier ist doch... Hä? Das wird doch angezeigt sogar auf der Karte als Dorf. Echt? Ja, ja. Jetzt sollte man mal ausloggen, wieder einloggen. Ich glaube nicht, dass das was ändert, oder? Das Dorf ist aber hier unten. Angeblich. Ich mache mal Licht an. Auch immer wieder schön zu sehen, wie das Licht dein Raumschiff zum Leuchten bringt, aber nicht wirklich die Umgebung. Auch eine Säule. Eigentlich müsste jetzt hier das Dorf sein. Was ist das? Lebst du? Nee, nur irgendwas. Was komisches. Ich stehe jetzt genau drauf. Warte mal. Ja, du kannst dich ja mal ausloggen. Wenn ich auslogge, das dauert immer ein Stückchen länger dann. Der Skydiver konnte nicht unter Wasser fliegen, oder? Unten ist doch auch... Nein. Unten ist doch auch noch so ein Boden. Fußboden. Also er fliegt gerade einmal um den komischen Berg hier herum. Und erkunde mal alles. Okay, die Waffen machen schon wieder keinen Schaden. Mit deinem Skydiver. Ich habe schon festgestellt. Bobby. Vielleicht sollte ich nach jeder Folge einfach den Server mal neu starten. Au. Was bist du? Du bist ein Baum. Unten ist sowas wie eine Höhle drunter. Da ist aber auch nichts zu finden. Nee, also jetzt bin ich einmal drum geflogen, habe nichts gefunden da in der Nähe. Gehen wir mal in die Richtung kurz. Guck mal hier drüben, das scheint auch noch eine Felswand zu sein.
Es ist halt schade, dass es hier keine richtigen Server mehr gibt. Zumindest haben wir halt keine gefunden. Keinen, der Server vermietet. Aber das würde uns das hier schon ein ganzes Stück erleichtern. Wenn euch da was einfällt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Warte mal, hier drüben ist noch sowas. Müsste ich bloß mal näher ran und hoffen, dass hier nicht irgendwie ich dann in die Wand reinpack. Komm schon, bau dich auf. Los. Machst du gerade irgendwas? Nö, ne? Auch nur durch die Gegend. Ja, ja, ich fliege nur ein bisschen durch die Gegend. Ich versuche halt hier jetzt rauszufinden, ob hier oben auf dieser Balkformation noch was ist. Was ist das denn da hinten? Hier fliegt irgendwas. Oh, wow. Rochen? So ein UFO-Rochen? Nein, ich bin bloß gerade in der Wand gespawnt. Was ist das denn? Das sieht aus, als ob hier irgendein Meteorit eingeschlagen hätte. Wir erklären mal, was Dorf weg ist. Ja, sieht zumindest schon mal komisch aus hier. Oder es ist einfach nicht gespawnt. Es sollte einen spawnen, aber es ist nicht gespawnt. Möglich. Narrator. So, ich komme auch mal ein bisschen mit nach Norden. Ein bisschen mehr aufdecken. Muss jetzt aufpassen, da oben fliegt irgendwas rum, ein roter Punkt. Irgendein Boss. Keine Lust, dass das jetzt hier einer von uns krepiert mit dem ganzen Zeug im Inventar. Ich flieg jetzt weiter nach Westen. Also willst du jetzt noch den Rest der Folge erkunden, oder was? Ich habe ja eigentlich nach dem Dorf gesucht, aber wenn das jetzt hier nicht gespawnt ist, die halt weitersuchen. Alles klar. Ich muss jetzt bloß gucken, dass ich an dem Dorf hier vorbeifliege und dann halt ja, diese Richtung. Gas geben. Jetzt fliege ich einfach geradeaus, bis ich bei mir zu Hause bin. Und dadurch, dass ich jetzt mal langsam fliege und auch zugucke, könnten wir vielleicht sogar noch ein Ehendorf oder sowas finden. Aber wie gesagt, um alles aufzudecken, da müsste man am besten zu Fuß sein oder so, dass man halt alles, dass ich alles in Ruhe rendern kann und erbauen. Ist ja auch in Minecraft so, dass wenn man da in verschiedene Richtungen irgendwie unterwegs ist, das kannst du voll vergessen, da siehst du nichts. Und dann leckt das beim Map-Aufbau. Ihr seht, das ist ja jeder Chunk oder wie man das hier in dem Spiel auch nennt, baut sich einzeln auf. Ob Voxel oder sowas. Keine Ahnung. Ja, muss sehen. So. Da unten läuft was mit Tentakeln. Oh, bum, 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 bum. Was sind das denn für riesige Bäume?
Ich glaube, falls ihr das hier rechts oben seht, ignoriert einfach, dass dieser Burning Soul die ganze Zeit hier joint und nicht wieder rein und wieder rein und wieder rein in H1, Z1. Echt schön. Also ich kann jetzt wieder Schaden machen, nachdem ich aus- und eingeloggt habe. Okay, also du schon am besten vor jeder Folge oder also sozusagen nach jeder Folge am besten ausloggen, nochmal einloggen. Dass ich dann sicher bin, dass ich in der nächsten Folge wieder alles habe. Und auch ordentlich was sehe. Du siehst überall hier rote Punkte. Vielleicht keine so gute Idee. Was denn? Mit dem Seed. Aber naja. Jetzt wieder Rust. Jetzt wieder Rust, genau. Das hatte ich nahezu voll, wenn es nicht klappt. Ah, sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir zuguckt, wie jemand richtig Spaß dran hat zu zocken und dann hat er keinen Bock mehr gehabt und hat es fallen lassen. Kann ich eigentlich deinen Teleportpunkt, so wie es mir beliebt, einfach umsetzen oder wie ist denn das? Nee, kannst du nicht. Habt ihr aber extra ein Stückchen weg von deiner Basis gesetzt. Ja, ich hätte ihn halt dann irgendwo eingebaut. Oder wenn ich den abbaue, ist er dann zerstört oder wie ist denn das? Weiß nicht, ob man den überhaupt noch abbauen kann. Kann höchstens, glaube ich, ein Monster zerstören oder so. Ja, wenn es ist, muss ich ihn halt zerstören. Also ich habe definitiv irgendwo im Feindgebiet meinen Posten hier errichtet, denn meine Waffen drehen gerade durch. Ja, bei mir doch auch, aber ich bin ja im Tunnel drin, von daher ganz gut geschützt. Tagalas, der Tunnelbauer. Get! Wir haben große Ozean mit jede Menge Riesenfischen. So gut, aber ich... Jetzt muss ich mal gucken. 20.53 Uhr. Nee. Oh. Ja, also Folge ist eigentlich schon vorbei. Ja gut, wieder überzogen. Sehr schön, sehr schön. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Ihr könnt euch ja mal überlegen, ob ihr irgendeinen ganz bestimmten Boden haben wollt. Wenn nicht, dann... überlege ich mir halt, welchen Boden ich im Haus nehme. Das hier sind so die Vorlagen. Silber, Stein. Ne, das ist Aluminium, Stein, Silber, Gold. Sand, Holz, Limestone, Kupfer, Stahl. Und das ist Marble. Oh, wow. Ich glaube, das ist hier so die komische Skorpionkönigin. Ne, anscheinend doch nicht. Die ist ein paar Meter groß. Ne, das war sie nicht. Aber die Skorpione gibt's hier, das ist schön. Da gibt's immer Fleisch ohne Ende. Na gut, dann wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann halt eben auch. Und ansonsten sehen wir uns dann halt beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao, ciao. Ciao, ciao.